So Leute, da bin ich wieder. Ich habe in der letzten Folge etwas vergessen zum Thema Wissenschaft. Es geht um Bioarchäologie. Bioarchäologie ist das Studium der Vergangenheit durch die Untersuchung menschlicher Überreste. Indem etwa Knochen und Skelette unter die Lupe genommen werden, gewinnt die Bioarchäologie Erkenntnisse über vergangene Gesellschaften. Eine Methode, mit der in der Bioarchäologie gearbeitet wird, ist die stabile Isotopenanalyse. Stabile Isotopen sind Atome desselben Elements mit der gleichen Anzahl an Protonen und Elektronen, aber einer unterschiedlichen Anzahl von Neutronen. Ihre Bestandteile zerfallen nicht. Durch die Untersuchung der Verhältnisse von stabilen Isotopen in menschlichen Knochen, zum Beispiel in diesem Schädel, ist es der Bioarchäologie möglich, mehr über die Essgewohnheiten und das Wanderungsverhalten lange verstorbener Menschen in Erfahrung zu bringen. Und jetzt geht's weiter mit der letzten oder vorletzten Folge. Das weiß ich noch nicht so genau. Es geht auf jeden Fall dem Ende entgegen. Ihr erinnert euch, Thorstein ist verschwunden in der letzten Folge. Und die heutige Folge heißt Dem Schicksal folgen. Thorstein erwacht ohne Erinnerung an einem unbekannten Ort. Um herauszufinden, was er verloren hat, muss er das Undenkbare opfern. Er muss das Schicksal herausfordern und akzeptieren, dass er für immer daran gebunden ist. Wie kannst du so schnell vergessen? Ich traue ihm nicht. Was ist geschehen? Ich war doch gerade... Ich erinnere mich nicht. Komm her, sei nicht schüchtern. Wo bin ich? In Jötunheim, Land der Riesen. Loki fand es lustig, euch Menschen einen Streich zu spielen. Ich möchte mit ihm reden. Gewahrt! Verschwende nicht deine Zeit. Loki führt immer etwas im Schilde. Wahrscheinlich wollte er mich nur ablenken, während er meine Sachen stiehlt. Und das hat auch noch geklappt. Das muss ein Traum sein. Na, wenn dem nur so wäre, dann müsste ich nicht mehr Lokis Scherben aufkehren. Komm. Augenblick. Loki? Jötunheim? Sollst du dann Thor sein, der Riesentöter? Was soll dieser zweifelnde Ton? Ich bin Thor! Das werde ich dir einfach glauben müssen. Mein Geist kommt mir durchlöchert vor. Sorge dich deswegen nicht. Wir müssen eh dein Gedächtnis wiederherstellen, um herauszufinden, wohin du gehörst. Doch zuerst musst du mir helfen. Was könnte ich schon tun, dass der Beschützer Midgards nicht vermag? Du musst meine Handschuhe und meinen Gürtel finden. Ohne sie kann ich meinen Hammer nicht benutzen. Und ohne meinen Hammer würde ich nicht lange in einem Dorf voller Riesen bestehen. Also brauche ich dich. Sobald du meine Sachen hast, bringe ich dich zur Quelle Mimirs. Ganz einfach. Für dich vielleicht. Dir wird nichts zustoßen. Götterehrenwort. Aber ich werde hier auf dich warten. Sicherheitshalber. Thank you.
Yggdrasil, der Weltenbaum. Mythen und Legenden. In der nordischen Mythologie war Yggdrasil, der Weltenbaum, das Rückgrat des gesamten Universums. Der Baum selbst war älter als die Schöpfung. Man glaubte, dass die neuen Welten der nordischen Mythologie von Yggdrasils Wurzeln und Ästen gehalten wurden. Manche stellen sich Yggdrasil als Eiche vor, andere als Esche. Dieser Künstler hat die nordische Skalden-Dichter beim Wort genommen, die den Baum als atemberaubend schön beschrieben. Neben den neuen Welten beherbergte Yggdrasil auch viele Wesen der nordischen Mythologie. Unter ihnen war Ratatösk, das besserwisserische Eichhörnchen, welches Klatsch und Tratsch von einem Zweig Yggdrasils zum anderen, von einer Welt in die andere brachte. Riesen, Kinder von Ymir. In der nordischen Mythologie hieß das erste Wesen Ymir. Er entstand, als Feuer auf Eis traf und es schmolz. Aus dem Schweiß seiner Achseln soll das Volk der Riesen, die Jötnar, entstanden sein. Obwohl Riesen und Götter in der nordischen Mythologie oft Feinde waren, hatten einige Götter selbst etwas Riesenblut in sich. Den Legenden nach war der Gott Odin ein Nachkomme Ymirs. Das hielt ihn allerdings nicht davon ab, seinen Vorfahren zu besiegen und zu töten. Um Odin zu entkommen, segelten die anderen Riesen auf Ymirs Blut, bis sie eine neue Welt erreichten, Jötunheim. Die nordischen Geschichten beschrieben Jötunheim als unwirtlichen Ort voller kalter, schroffer Landschaften. Dieser Künstler wollte die schaurige und beunruhigende Atmosphäre dieser gigantischen Welt einfangen. Die Riesen lebten sowohl in Jötunheim als auch in Muspelheim, der Welt von Feuer und Asche. Der Anführer der Feuerriesen war Surt, ein grausamer Riese, der schreckliche Zerstörung bewirken konnte. Der Legende nach ist es sein Schicksal, zu Ragnarök, dem Ende der Welt, Feuer und Tod nach Asgard, in das Land der Götter zu tragen. Habe ich auf dem Dachboden nachgesehen? Hast du dich verlaufen, Menschlein? Die sind viel friedlicher als in den Sagas. Dieses Fass scheint mir erfrischend. Und auch ein sehr gutes Versteck. Der heilige Skaldmet. Met war ein heiliges Getränk für die Nordleute. Er wurde aus fermentiertem Honig, Wasser und Kräutern hergestellt. Der allererste Met hatte den Legenden zufolge noch einen weiteren Bestandteil, nämlich Blut. Er besaß Zauberkräfte und konnte die Gabe der Dichtkunst verleihen. Vor langer Zeit, so heißt es, lebte ein Gott namens Kvasir. Dieser war eines der intelligentesten Wesen im Universum und besaß ein enormes Wissen. Er reiste viel und teilte seine Weisheit, bis eines Tages zwei Zwerge beschlossen, sein Wissen für sich zu behalten. Sie töteten Kvasir, um seine Weisheit zu stehlen, dazu vermischten sie sein Blut mit Honig, um den ersten Met zu schaffen, einen Zaubertrank, der allen, die davon tranken, die Gabe der Skalden verlieh, nämlich die Dichtkunst. Nordleuten mit dichterischen Fähigkeiten sagt man nach, sie hätten von diesem magischen Met gekostet, der hier in einem Trinkhorn in Assassin's Creed Valhalla zu sehen ist.
Skirfio Marka Schüre at Finna til Gengrin og Gietrmik. Skirfio. Das muss Thors Gürtel sein. Ich sollte die jetzt zurück zu Thor bringen. Was hast du denn gegen diese Riesen? Sie schienen mir ziemlich friedfertig. Sie haben mich nicht ernst genommen. Ja. Ziehen wir los. Gehen wir nach Midgard? Nein, zur Quelle Mimirs. Ich muss sicher gehen, dass du nach Midgard gehörst. Mimir wird es wissen. Der Name kommt mir bekannt vor. Soweit ich zurückdenken kann, verlangt es meinen Vater, Odin, nach Wissen und Weisheit jedweder Art. Aber er wurde von Gedanken an seine Zukunft besessen, vor allem an seinen Untergang. Also trank er auch vom Zauberwasser der Quelle. Aber dafür musste er Mimir, dem Wächter der Quelle, sein Auge opfern. Ein Zoll, um zu erhalten, was man sucht. Genau. Du musst bereit sein. Du wirst dort nicht so hinausgehen, wie du hineingegangen bist. Weißt du, was du opfern wirst? Darüber muss ich nachdenken.
Am unteren Ende des Weltenbaums lag die Quelle Mimirs, auch Mimirs Brunner genannt. Den nordischen Mythen zufolge verfügte das Wasser dieser Quelle über magische Kräfte. Wer aus ihr trank, erhielt großes Wissen, allerdings zu einem furchtbaren Preis. Vor einer Ewigkeit wurde der Weltenbaum von einem großen Krieg bis in seine Wurzeln hinein erschüttert. Göttliche Heere verschiedener Welten stießen auf dem Schlachtfeld aufeinander. Irgendwann wurde eine Waffenruhe ausgehandelt und es wurden Geiseln ausgetauscht, um den Frieden zu wahren. Unter den Geiseln befand sich Mimir, der Gott des Wissens und des Verstandes, der gleichzeitig ein guter Freund des Allvaters Odin war. Mimirs Zeit als Geisel nahm ein böses Ende, als er buchstäblich seinen Kopf verlor. Sein Kopf wurde zu seinem Freund Odin gesandt, der ihn mit einem Zauber konservierte. Odins Können und Macht ermöglichten es Mimir als Kopf ohne Körper am Leben zu bleiben. Mimir wurde neben die Quelle am Weltenbaum Yggdrasil gebettet, wie hier in einer Skizze zu Assassin's Creed Valhalla zu sehen ist. Dort konnte er über das magische Wasser wachen und sicherstellen, dass niemand daraus trank, ohne den Preis zu bezahlen. Wir sind da! Nein, mit dir! Kommst du nicht mit mir? Soll ich dir wirklich das Händchen halten? Oh, geh, ich warte auf dich. Oh, und sei ehrerbietig. Mimir erträgt Sterbliche nicht so gut wie ich. Tritt ein, Thorstein aus Midgard. Ich weiß, was du suchst. Nenne mir dein Opfer und dein Wunsch wird dir gewährt. Da ich nichts über meine Vergangenheit weiß und nichts von Wert besitze, bin ich nur in der Lage, meine Zukunft zu opfern. Nach meinem Tod zu Odins großer Halle zu gelangen, das wäre die größte Ehre. Weiser Mimir, ich opfere dir meine Aussicht, jemals Valhall zu betreten. Thorstein aus Midgard. Du hast dich entschieden, jede Hoffnung zu opfern, an Odins Seite in Ragnarök zu kämpfen. So sei es. Du darfst von meinem Wasser trinken und deine Vergangenheit erinnern. Du bist hier, weil dich jemand verriet, der dir nahesteht. Ich bin tot? Björn. Björn hat mir das angetan. Warum? Du hast die Antworten, die du wolltest. Nein, ich muss es wissen. Was geschah mit Gunnhilda? Du darfst nicht noch einmal trinken. Du hast nichts mehr zu opfern. Warte, Mimi! Komm zurück! Gunnhilda. Nun, da ich endlich dein Gesicht wieder erinnere, ist dich wiederzusehen die Zukunft, die ich aufgab? Du wusstest die ganze Zeit, dass ich tot bin. Es war sehr wahrscheinlich, ja. Ich kenne den Tod nicht so wie ihr Menschen. Für uns Götter ist der Tod nur Teil eines endlosen Kreises der Wiedergeburt. Bis Ragnarök. Nun, dieses Vorrecht habe ich nicht. Was soll ich jetzt tun? Ich kann dich zu den Nornia bringen. Nur sie werden wissen, wohin du gehen musst. Ich bin es leid, wie ein nasser Lappen herumgeworfen zu werden. Finden die Götter das witzig? Nur Loki. Ach, es macht mich rasend, dass er mein Volk gegen mich benutzt. Du bist zwischen die Fronten geraten. Es tut mir leid. Deine Ausflüchte machen mich auch nicht wieder lebendig.
Meine treuen Böcke Tangrisnir und Tandnjostar werden uns nach Asgard zu den Nornja bringen. Das ist dein Streitwagen? Du kannst seine wahre Gestalt nicht sehen. Lass dich von der Größe meiner Böcke nicht beirren. Sie sind mächtiger als 100 Riesen. Sollen wir? Ja, ich ertrage den Anblick dieses Ortes nicht mehr. Die Nornier, ich kann sie sehen. Aber mich scheinen sie kaum zu bemerken. Ein Mensch in der Quelle der Urd. Das musste ich selbst sehen. Ich bin gekommen, den Rat der Nornier einzuholen und diesem Irrweg ein Ende zu setzen. Natürlich. Ein weiteres Opfer von Lokis Schandtaten. Ich verstehe deine Verärgerung. Aber wir können uns den Nornier oder den Fäden, die sie weben, nicht nähern. Diese Katzen scheinen das ohne Schwierigkeiten vermocht zu haben. Mächtige Biester, nicht wahr? Loki brachte sie hierher. Sie verwirrten die Fäden und sorgten für Unordnung. Aber egal. Dein Faden folgte seinem Pfad. Nichts kann je dein Schicksal ändern. Glaub mir. Ich habe es versucht. Was ist mit meiner Frau, Gunhilda? Weißt du, wo sie ist? Das wäre für mich nicht von Belang. Du bist in Asgard, sprichst mit dem Allvater und kannst nur an dein Weib denken? Ihr Sterblichen seid so einfach gestrickt. Bring deine Fragen zu Freya und ihre Katzen euch mit. Sie wird wissen, wie man mit ihr umgeht. Also gut. Wie komme ich hier raus? Die Erklärung würde länger dauern, als dich einfach fortzuschicken. Viel Glück. Wenn das Freyas Katzen sind, führen sie mich sicher zu mir. Die neuen Welten. Den nordischen Mythen zufolge war der Weltenbaum Yggdrasil das Zentrum des Universums. Alles existierte um ihn herum und alle neuen Welten waren in seinen Wurzeln und Ästen angesiedelt. Yggdrasil war nahezu komplett symmetrisch. Seine Zweige waren so lang wie seine Wurzeln und sie berührten sich fast, um einen Kreis zu formen, der Ordnung und Ewigkeit symbolisierte. Die höchste der neun Welten war Asgard, in den oberen Ästen von Yggdrasil angesiedelt. Asgard war die Heimat der Äsir, der Götter wie Odin und Thor. Die unterste Welt, die sich zwischen den Wurzeln von Yggdrasil befand, war Helheim, das Land der Toten, in dem die Göttin Hel herrschte. Genau in der Mitte von Yggdrasil war Midgard, Mittelerde, wo die Menschen lebten. Die anderen Welten waren Alfheim, Heimat der Lichtalben, Svartalfaheim, Heimat der Dunkelalben und Zwerge, Vanaheim, Reich des Götterstamms der Vanir, Jötunheim, Heimat der Jötner, genannten Riesen, und Muspelsheim, hier zu sehen, wo Schwefel, Feuer und Rauch die Oberhand hatten. In der Prosa Edda wird zudem noch Niflheim erwähnt, eine eisige Unterwelt.
die Regenbogenbrücke. Der einzige Weg, das Götterreich Asgard zu erreichen, führt über die Regenbogenbrücke Bifröst. Diese glänzende und lodernde Brücke war beinahe unzerstörbar. Erst beim Weltuntergang Ragnarök würde sie einstürzen, am Ende aller Tage. Die Regenbogenbrücke, hier als Konzeptzeichnung für Assassin's Creed Valhalla zu sehen, wurde von Gott Heimdall beschützt. Heimdall strahlte von Kopf bis Fuß so hell wie brennendes Feuer. Seine Zähne waren aus massivem Gold und leuchteten wie die Sonne. Seine Augen sahen schärfer als die eines Adlers und er konnte alles überall hören. Damit war er perfekt geeignet für die Aufgabe, den Eingang nach Asgard zu bewachen. Als wachsamer Beschützer der Welt der Götter suchte Heimdall den ganzen Tag und die ganze Nacht den Horizont nach Bedrohungen ab. Der Legende nach wird Heimdall eines Tages feindliche Heere über Bifröst marschieren sehen. Während diese die Regenbogenbrücke stürmen, wird Heimdall in sein großes Horn Gjallarhorn stoßen, um die Götter zu warnen, dass Ragnarök bevorsteht und das Ende Asgards naht. Wissen, dass Katzen besser gewesen sind als Menschen. Ich hätte nie gedacht, dass ich mein Nachleben damit verbringe, eine Horde Katzen anzuführen. Dass sie überhaupt wach sind. Jetzt bin ich voller Katzenhaare. Meine Katzen, kommt zu mir, meine Süßen. Ich habe euch überall gesucht. Göttin Freya, ich bringe dir... Danke. Es überrascht mich, dass sie dir gefolgt sind. Wer bist du? Thorstein aus Midgard. Der Allvater schickte mich zu dir. Ich bin gestorben und weiß nicht, wohin. Verstehe. Odin weiß, dass ich einem bedürftigen Streuner nichts abschlagen kann. Hör zu, mein Lieber. Alle haben einen Ort, an den sie gehören. Selbst du. Folge mir. Die Göttin Freya. Freya war bekannt für ihre atemberaubende Schönheit. Sie kümmerte sich um gebärende Frauen und stand generell mit der Fruchtbarkeit in Verbindung. Freya war außerdem in der Zauberkraft geübt. Freya war wie keine andere Gottheit der nordischen Mythologie in der Kunst des Seider geübt, die Kunst der Wahrsagung und Prophezeiung. Durch diese Kraft war es möglich, Raum und Zeit hinter sich zu lassen, um einen Blick auf das zu erhaschen, was das Schicksal für einen bereithält. Auch Odin hat die Kunst, in die Zukunft zu sehen, von Freya gelernt. Freya hatte außerdem eine ungewöhnliche Art, sich fortzubewegen. Der Legende nach umgab sie sich gerne mit Katzen. Ihr Streitwagen wurde deshalb nicht von Pferden, sondern von zwei riesigen Katzen in Blau und Grau gezogen, die sie als Geschenk vom Donnergott Thor erhalten hatte. Dieser Anhänger, der die Göttin darstellt, könnte in Zeremonien oder bei Opfergaben verwendet worden sein, um sie zu ehren. Go away.
Aber ich habe jede Hoffnung auf Valhall aufgegeben. Dann war es dir nie bestimmt, Valhall zu erreichen. Wie das? Ich habe ein gutes, ehrbares Leben gelebt. Verdiene ich keinen ehrbaren Tod? Vielleicht, doch nicht in Odins großer Halle. Du wirst nicht erfolgreich begleiten in mein Heim. Wird meine Frau dort sein? Hast du Gunhilda gesehen? Jetzt will ich etwas klarstellen. Bitte anschnallen. Wikinger haben keine Helme mit Hörnern getragen. Diese bedauerliche Fehlwahrnehmung stammt aus Wagners Oper Der Ring des Nibelungen von 1876. Aber das wusstest du bestimmt. Helme mit Hörnern oder Flügeln waren damals Teil der Kostüme, um die kriegerischen Figuren auf der Bühne erhabener wirken zu lassen. Aber seitdem wurden Wikinger immer wieder mit gehörnten Helmen dargestellt. Und dieses falsche Bild hat sich leider bis in die heutige Zeit gehalten. Abgesehen davon, dass gehörnte Helme auf dem Schlachtfeld alles andere als praktisch wären, scheint es, dass die sehr wenigen wirklich gefundenen Exemplare ausschließlich für rituelle Zwecke genutzt wurden. Mit diesem Fun-Fact kannst du dir bei der nächsten Kostümparty viele Freunde machen. Ich würde 1000 Tode erdulden, wenn ich sie dann wiedersehe. Deine Liebe ist wahr und stark. Eure Schicksale müssen verbunden sein. Noch ist nicht alles verloren, doch ich verspreche nichts, was nicht meinem Einfluss untersteht. Hätte Loki sich nicht an meinem Faden zu schaffen gemacht. Dann wärst du. Eine Völfer war bekannt dafür, Weissagungen treffen zu können. Mit dem Wissen, das über Generationen von Frauen weitergegeben wurde, konnten sie durch Zeit und Raum reisen und die Zukunft durch Zauber und Rituale vorhersagen. Eine Art der Weissagung war das Lesen der Runen. Jede besaß eine andere Kraft. Eine andere Methode, um magischen Einsichten zu erlangen, war eine rituelle Trance, Seidere. Die erste, die Seider praktizierte, war die Göttin Freya. Dabei wurde ein Stab verwendet, der symbolisch wie eine Spindel endete, denn damit wurden die Fäden des Schicksals gesponnen. Einmal gesponnen, konnten sie gelesen und verstanden werden. Eine Völver lebte wahrscheinlich am Rande der Gesellschaft, denn ihre Kräfte waren geheimnisvoll und einschüchternd. Sie konnte den Menschen helfen, aber auch schaden. Mit Seider konnte jemand verflucht werden, denn beim Spinnen der Schicksalsfäden hätte eine Völver das Schicksal einer Person möglicherweise beschädigen können. Dann wärst du ebenso hier gelandet, ob nun durch Lukis Hand oder anders. Wie könnt ihr seine Missetaten dulden? Das habe ich nie verstanden. Es liegt nicht an uns, es zu hinterfragen. So ist er nun einmal. Loki ist Teil eines größeren Musters, so wie wir alle. Aber ich weiß, wie du dich fühlen musst. Ich wollte ihn mehr als einmal erzählen. Einmal hätte ich es fast getan. Er muss etwas Furchtbares getan haben. Das Schlimmste, das er hätte tun können. Er stahl mein teures Mädchen damals. Eines deiner Kätzchen? Oh.
Also hatte ich nie eine Wahl. Genau. Nun verstehst du. Diese Türen werden dich nach Folkwang führen, in mein Königreich. Das Nachleben der gerechten Toten. Genauso gut ausgestattet wie Odins große Halle. Hab Dank.